Hier. Ach, ups. Ich dachte jetzt aus irgendeinem Grund, dass das andere zuerst kommt. Okay. So. Hopp. Hopp. So. Hätten wir dieses Problem erstmal erledigt. Wir sehen, hier können wir nicht rüberspringen. Also nehmen wir doch einfach das Seil, das gerade aus, ja, diversen Gründen einfach runtergehangen ist, weil die Falle weggefallen ist. Also eigentlich scheiße angebunden auf gut Deutsch. Aber ist ja egal. Es geht uns ja eigentlich nur darum, dass wir hier von der Spinne wegkommen und überleben, was auch immer kommen mag. Das bedeutet in dem Fall leider auch, dass wir jetzt hier stehen und warten müssen, denn weil das eine Wippe ist, können wir nicht einfach so nach oben gehen. Und das heißt in dem Fall, Dankes. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Ich wusste, dass das passieren würde. Es ist wirklich, irgendwo muss man verkacken. Es ist die, keine Ahnung, diese unniedergeschriebene Regel des Aufnehmens. So von wegen, ja, du hast das Problem, dass du eine Aufnahme hast und weil du eine Aufnahme hast, musst du natürlich automatisch. Diesmal ging's, okay. Musst du natürlich automatisch irgendwo verkacken. Das ist, ja, verständlich gewissermaßen, weil man muss sich ja auf Reden und Spielen gleichzeitig konzentrieren. Ich meine, bei Limbo ist es halb so wild, denn das Einzige, worauf ich mich konzentrieren muss, sind die Rätsel. Aber wenn es jetzt wirklich sowas ist wie ein Shooter, wo schnelle Reaktionen gefragt sind, oder irgendein extrem schnelles Jump'n'Run, Toho vielleicht als Bullet, wie heißt das eigentlich? Entschuldigung. Wie heißt das Genre eigentlich? Bulletstorm ist ja ein eigenes Spiel, das ist ja kein Genre. Es ist Arcade. Ach, was auch immer. Es ist so ein Spiel, wo extrem viele Kugeln und Dinger, Objekte auf dich zufliegen und du versuchen musst, allen auszuweichen und dann Bosse besiegen. Gibt's natürlich auch mit etwaigen Fliegern nach oben. Hier kommen wir nicht rüber. Die Spinne ist uns auf den Fersen. Oder auch nicht. Das bedeutet in dem Fall, wir nähern uns der Spinne, werden nicht umgebracht, greifen uns das Bein, ziehen mal kräftig daran und können demnach diesen Körper, der eigentlich eher nach einem Hinterleib aussieht. Oder ja, ich würde sagen, es ist der Hinterleib. Keine Ahnung, warum dann hier noch ein Bein dran ist, aber wir können ihn auf jeden Fall mitnehmen und hier auf die Stacheln setzen. Was uns glücklicherweise den Vorteil erschafft, dass wir nicht selbst in die Stacheln müssen, um dann hier rüber zu kommen. Okay, wir sehen eine Krähe, ein fast kaputtes Seil und ein Junge in einer Kiste, der irgendwie sich nicht mehr wirklich bewegt. Heißt, wir können hier nicht hoch. Was machen wir? Wir holen uns eine Kiste. Wie machen wir das? Indem wir von Kiste zu Kiste springen. Genau so. Und dann nochmal ganz kurz ein bisschen Gewicht drauf. Und schon haben wir auch dieses Problem sauber gemeistert. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Ja, diesmal geht es ein bisschen schneller als bei der letzten Aufnahme, was einfach daran liegt, dass ich das Spiel jetzt vor kurzem wieder gespielt habe. Also, so weit, so gut. Außerdem ist meine Konzentration diesmal ziemlich gut. Im Vergleich zum letzten Mal, wo ich leider ein paar andere Sachen hatte, an die ich denken musste. Okay. Wir sehen, ein Junge hat einen seltsamen Wurm im Kopf. Ich interpretiere das mal als Made. Da hinten haben wir auch welche im Wasser gesehen. Und
Dank diesen Jungen können wir jetzt übers Wasser. Müssen uns allerdings die zweite bzw. dritte Leiche hier auch noch mitnehmen, denn das ist die einzige, die wir tatsächlich an Land schleifen können. Denn hier haben wir einen Stolperdraht mit einer fetten Presse. Was so viel heißt wie: Junge, mach das mal für mich, ich will nicht unbedingt sterben, danke. So, hier sehen wir ein weiteres Merkmal. Diese seltsamen Vogel, Fledermaus, Wurmdinger, was auch immer das sind, fressen diese Maden. Also, falls wir ein Problem mit Maden haben, lieber mal diese Vögel oder was auch immer die sind, kontaktieren und zu Rate ziehen. Okay. Wenn ich mich richtig entsinne, war das genau andersrum. Also, bei der ersten dürfen wir nur auf der Mitte landen. Bei der zweiten dürfen wir nicht auf der Mitte landen. Das können wir daran erkennen, dass hier die Mitte ein bisschen kleiner ist und auch ein bisschen niedriger eingelassen. So. Die Jungen möchten uns aus irgendeinem Grund umbringen. Wir schaffen es allerdings, den ersten hier reinfallen zu lassen. Den zweiten uns hinterherlaufen zu lassen, weil wir natürlich auf die warten, weil wir so intelligent sind. Yay. Wie gesagt, Vorführeffekt ist eine schöne Sache. Einfach mal reden und spielen gleichzeitig. So, wir können nämlich gleich wieder laufen und uns eigentlich diesen ganzen Scheiß ersparen, indem wir es einfach so machen. Nummer 1 ist weg, Nummer 2 ist weg, Nummer 3 ist auch weg. So, und wir können da zum Glück drüber laufen über die Presse. Dasselbe hier. Und wir können auch ganz normal wieder über diese Grube springen. So. Wie gesagt, ich sage viel zu oft, wie gesagt, tut mir leid. Also, wie wir gerade gesehen haben, diese Jungen möchten uns umbringen. Ich interpretiere das mal als, die sind Teufel aus der Hölle, die uns in den Vorhöfen der Hölle gewissermaßen ans Leder wollen, um uns das Leben wirklich schwer zu machen. So. Wir können dieses Seil runterlassen, wir können diesen Wagen bewegen. Was bedeutet das für uns? Ich habe es jetzt nochmal gemacht, um es schon mal vorzuzeigen. Das heißt, wir stellen den Wagen hier ab, gehen nochmal nach oben. Dann juckt irgendwas im Auge. Und dann lösen wir dieses Rätsel. Das heißt, einfach immer höher klettern und höher klettern, dass das Seil möglichst lang wird. Dann schnell runter. Und gleich nochmal ans Seil ran. Wie gesagt, damit es möglichst lang wird. Dann können wir von mir aus auch gleich noch schwingen. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Und springen an dieses Seil ran. Jetzt könnten wir natürlich schon mal... Okay, ich hab's verkackt. Ich würde sagen, jetzt könnten wir schon mal rüber und durch. Aber ich mache das meistens so, dass ich dann nochmal auf das zweite Seil zurückspringe. Und mich dieses Problems annehme. Allerdings, diesmal werden wir einfach so machen, dass wir einmal abspringen und sofort durch beide Tore laufen. So. Und eins. Und zwei. Hopp. Das wird knapp, das wird, aber es geht sich aus. Okay, kein Problem. Okay. Wir sind wieder in einigermaßen offener Fläche mit Wald im Hintergrund. Sehen hier komische Pilze und ein Vieh, das gerade davongelaufen ist. Ich würde mal sagen, das ist irgendeine Art Hamsterratte, sonst was. Und hier sehen wir auch unsere erste Made. Was macht diese Made? Also, sie nistet sich in unserem Kopf ein und dann können wir uns nur in eine Richtung bewegen. Zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und wir können springen, aber nur in eine Richtung. Wir können sagen langsam und wir können sagen schnell. Weiters haben wir gerade erfahren, dass diese Maden das Licht nicht mögen. Das bedeutet für uns so viel wie,
Yay, geh zum Licht und geh zu diesen Dingern. Was wiederum heißt, wir brauchen hier die Kiste. Und da dieses Spiel eigentlich recht gut designt wurde, heißt das, wir haben jetzt hier die Probezeit, wo wir einfach die ganzen Probleme erstmal gezeigt bekommen, bevor wir tatsächlich uns mit ihnen anlegen müssen. Ja, das ist gutes Spieldesign. Das ist auch bei den alten Mega Man-Spielen so und bei einigen anderen auch, dass ich sage, okay, Beispiel Mega Man 2, denke ich, für den NES oder SNES. Du siehst am Titelbildschirm einen aufgeladenen Schuss. Was lernst du nach kurzer Zeit zu machen, wenn du diese Sequenz am Titelbildschirm gesehen hast? Richtig, den aufgeladenen Schuss. So, hier haben wir gesehen, da fallen so komische Flocken runter. Und wenn wir genug rumwackeln, dann fällt so ein Teil runter. Das Vieh kommt. Wir können es jagen. Und es fällt in dieses Hamsterrad rein. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Reibung erzeugen. Und durch Reibung passiert Elektrizität und Regen. Weil aus irgendeinem Grund, wenn wir Strom anwerfen, fängt es an zu regnen in der Hölle. So. Jetzt, wo wir hier Regen haben, haben wir diese Wasserrinne. Ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, yo, lassen wir mal Wasser ein. Allerdings wäre das keine so gute Idee, denn wie schon erwähnt, wir können nicht schwimmen. Heißt, wir müssen dieses Ding hier erstmal möglichst mittig platzieren und können dann hier, na, okay, noch ein Stück, können dann hier wieder nach oben und jetzt können wir das Wasser einlassen. Weil das natürlich so den Hang nicht runterfließt, aus irgendeinem Grund, den ich selbst auch nicht verstehe. Aber gut, das soll ja jetzt mal kein Problem darstellen. Die ersten paar Rätsel haben wir schon mal mit Bravour gemeistert. Wie auch dieses hier. Und ich werde es wohl so machen, dass wir eine kurze Aufnahmepause machen. Jedes Mal, wenn wir in ein neues Gebiet kommen. Jetzt, wo ich ja auf die Festplatte und nicht auf die SSD aufnehme, laufe ich auch nicht mehr in Gefahr, dass mir die Festplatte voll wird, denn ich habe jetzt ungefähr 800 bis 900 Gigabyte zur Verfügung, wo ich vorher 150 hatte. So. Okay. Das hier ist jetzt eigentlich schon das neue Gebiet. Ich werde jetzt allerdings nur noch so einen kleinen Preview geben, was uns hier erwartet. Also, eine Kiste, eine Luke, Wasser, Meerwasser und Leiter. So. Und somit danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, die wahrscheinlich in wenigen Minuten starten wird. Ich werde mir jetzt noch mal ganz kurz das Material ansehen, die Tonspur ansehen, vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten und dann ja, viel Spaß beim Ansehen. Das Projekt wird wahrscheinlich fertig sein, wenn ich die erste Folge hochgeladen habe. Aber ja, ich denke, ich schaffe die Rätsel. Danke trotzdem, falls ihr mir irgendwelche Tipps geben wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!